Ich würde das gerne machen. Okay, da sind Risse, die gehen ziemlich hoch und darum muss der Flicken relativ groß sein. Von allem, was nicht glasfaserverstärkter Kunststoff ist. Und wir haben hier sowas wie einen Kautschuk, der hier drauf geschmiert oder drauf gestrichen wurde. Und der muss vorher entfernt werden. Also alles, was nicht Glasfaser genau. Kunststoff ist, muss weg. Dann haben wir hier, wie hieß die? Das ist Fiberglasmatte. Fiberglasmatte, ein Härter, Reparaturbox. So, wir sind hier vor Ort und gleich geht's weiter. Und dann haben wir das feine Vlies. Es gibt zwei Sorten von Vlies, das grobe für die Statik und das feine. Das feine ist für die Dichtheit. Ne? Die Dichtheit. Genau. So, das Vlies ist ein Gewebe aus Glas. Es ist wirklich echtes Glas, mehr ist es nicht. Wow. So, und wenn ich das jetzt hier so überspanne, dann würde ich sagen, mach mal so einen Schnitt hier. Nicht so gut. Richtung und die andere Webrichtung, die nehmen wir dann in diese Richtung. So, das geht dann hier so durch. Genau. Dusche, wenn du anfängst dich zu jucken und zu kratzen nach der Arbeit, merkst du, dass du Glas am Körper hast. Das ist eine ganz unangenehme Sache. Dann. Das hier, das schneiden wir dann auch nochmal. So, ja. Genau. So. Und die zweite Grundform. Prima, okay. Dann mache ich das so. Genau. Nehmen wir das als erstes und das als zweites. So, dann fangen wir an. Ein Töpfchen, da war ein Töpfchen. Genau. Das ist der Becher und dann brauche ich was zum Rühren. Stöckchen. Das gebe ich dir. Jetzt machen wir mal die Kindersicherung auf. So, hier steht also drin, dass man 8 Gramm Härte hat und 242 Gramm von dieser Flüssigkeit. Und man braucht von diesem Härter nur ganz, ganz wenig, also 1%, 2% reinfüllen. So, jetzt haben wir wieder Mikroplastik. Wo sich Fische drin verfangen können. So, dann gießen wir das mal da rein. Wir werden jetzt zwei Durchgänge machen. In dem ersten Durchgang versuchen wir, nur mal das Vlies drauf zu bringen, das Gewebe, nicht das Vlies. Wir haben jetzt hier 100 Gramm Harz. Bei 100 Gramm Harz nehme ich fast die halbe Tube Hertha. Das Zeug ist auch toxisch. Man sieht das an den Symbolen, die hier aufgebracht sind. Also das ist kein... Da ist noch die Bedeckung an. Ist keine Zahnpasta. Das kann richtig... So, das müssten jetzt 2-3 Gramm sein. Dann nehmen wir das beiseite und jetzt nehmen wir was zum Rühren. Und rühren das also entsprechend hier außerhalb der Sonne so an, dass wir eine homogene Masse erzeugen. Also diese rosa, dieser rosa Härter soll sich in dieser bernsteinfarbenen, in dem bernsteinfarbenen Kunststoff auflösen. Und man merkt das dann auch, dass die chemische Reaktion beginnt, indem das Becherchen warm wird. Wow. Und damit kannst du auch Fenster reparieren? Damit kann man auch Fenster reparieren. Dann wird Quarzsand reingeschüttet als Füllmaterial.
Keine Sägespäne, ne? Nee, Quarzsand. Quarzsand? Ja, Vogelsand. Hä? Vogelsand. Vogelsand. Man geht in die Zoohandlung und holt ein Kilo Vogelsand. Hm. So, und jetzt gieße ich das da drauf und versuche das also so ein bisschen zu verteilen. Das ist natürlich super, wenn man einen Pinsel hat. Ja, ich glaube. Soll sich jetzt, da gibt es einen Fachbegriff, Adhäsion und Kohäsion, vollsaugen mit der Flüssigkeit und dadurch dann machen. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich zu wenig Flüssigkeit aufgetragen habe, dann kann ich jetzt hergehen und noch ein bisschen was nachgießen. Diese Flüssigkeit hat jetzt eine Topfzeit von ungefähr 15 Minuten. Das heißt, ich sollte schon ziemlich zügig durcharbeiten. Topfzeit bedeutet, das ist die Zeit, in der das Zeug flüssig ist. Es wird irgendwann, je wärmer es wird, ist natürlich der chemische Prozess auch entsprechend beschleunigt, wird das Zeug fest werden. Deswegen achte ich jetzt darauf, dass alles, was hochstehen könnte, verdeckt wird, schön anliegt. Dem Lehrbuch abdichtet. Und dann geht es aus. Ja? Das ist nochmal das Fließhabe. Wenn man die Hänge in den Kuchen macht, dann geht es. So, jetzt haben wir den Punkt erreicht. Jetzt haben wir irgendwie gefühlt 10 Minuten und das Zeug wird jetzt schon langsam zähflüssig und träge, was mir jetzt also das Signal gibt, das Töpfchen zu leeren, weil dieses Töpfchen benötigen wir natürlich ausgehärtet wieder für den zweiten Durchgang. Und je dunkler das wird, also hier diese hellen Stellen, die sollten dann schon benetzt sein, desto besser ist das. Hier haben wir noch eine Luftblase. Die wird im nächsten Durchgang den Abschluss finden. Ist noch so ein bisschen überstehen? Ja. Dankeschön. Man kann das auch ein bisschen zerreißen. Ja, jetzt merkt man zähflüssig, ne? Ja. So, das war der erste Durchgang. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Der zweite Gang ist diesmal mit noch etwas mehr härter. Also statt 2-3% gefühlt, sage ich jetzt mal 8% härter oder 5%, also das Doppelte. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Topfzeit sich halbiert. Es trocknet schneller. Ja, der Cocktail ist fertig. So, dann fange ich jetzt an, das aufzugießen. Und wir nehmen schon mal zur Hand ein Glas Vlies und legen das da drauf. Genau. Wie man jetzt hier schon sieht, das ist fast eine dichte Oberfläche hier vorne. Komm. So, zwei, ganz hier.
nie in einem Stückchen gemacht, aber ich finde das schon ziemlich cool. Ja, das ist so ein bisschen an der Seite. So anzuklopfen und zu sehen, dass man das. So, dann nehmen wir das nächste. Okay, das ist. Ja, Mathe, genau. Mathe. Okay. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Gerade hier oben das Ding herum. Dann arbeiten wir uns langsam nach außen. So, dann nehmen wir nochmal ein Vlies. Und da habe ich noch ein Vlies. Wir haben jetzt 4 Schichten Vlies und 3 Schichten Glasfaser. Material. Nee, das ist besser als ich hier. Scheint echt ein Naturtalent zu sein. Wir sind ein Naturtalent, wir verlassen uns dann bald. So, dann das nächste Vlies. Das Schlüssel wird schon fest. Jetzt müssen wir schnell sein. Gelatine. Ja. Ui, ui, ui. Das geht jetzt innerhalb von Sekunden. Überall was hinbringen. Gummibärchen haben wir jetzt nicht erzeugt, aber wir waren knapp davor. Sieht so aus, ne? Ja, richtig fettisch. Voilà, so, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hier die große Könnerin. Und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Tschüss.